Schon seit dem 19. Jahrhundert ist das Areal an der hintersten Mühle ein beliebtes Naherholungsgebiet für die Neubrandenburger. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu unserem Neuwoges-Magazin. Besonders von der Oststadt aus ist man in wenigen Minuten hier mitten in der Natur. Nur ein Vorzug dieses Wohngebiets. Die Oststadt wird immer attraktiver und das für ganz unterschiedliche Lebensentwürfe. Gute Infrastruktur für komfortablen Alltag und viel Grün für Erholung und Freizeit bedeuten in jedem Fall eine hohe Lebensqualität. Nach einer umfassenden Modernisierung bieten wir Ihnen hier in der Oststadt großzügige und attraktiv ausgestattete Vierzimmerwohnungen in unserem Hochhaus in der Robert-Koch-Straße an. Große Küche mit Fenster, separater Hauswirtschaftsraum, ein Balkon oder sogar zwei Balkone, in jedem Fall eine großzügige Raumaufteilung mit viel Platz für die ganze Familie. Machen Sie eine dieser neuen Wohnungen zu Ihrem Wohlfühlzuhause in der Oststadt. Von der Oststadt schwenken wir jetzt in das Rostocker Viertel. Dort begannen im August in der Brodalstraße 17 bis 23 Modernisierungsarbeiten an den Balkonen. Ende Oktober waren wir für unser Magazin vor Ort. Das Rostocker Viertel ist eines der beliebtesten Stadtgebiete Neubrandenburgs. Dieses Wohnhaus in der Brodalstraße wurde 1990 fertiggestellt. Seitdem sind auch schon wieder fast 30 Jahre vergangen und es wurde notwendig, die ständig der Witterung ausgesetzten Balkonelemente durch neue zu ersetzen. Wir haben in dem Zuge haben wir eine Betonsanierung durchgeführt, weil es schon erste Abplatzungen gab, auch an den Balkonen, die halt nicht mit Glaselementen versehen waren, haben die Balkone komplett neu gestrichen und die Böden versiegelt. Wohl die größte Herausforderung dieser Modernisierungsmaßnahme? Einige der 48 Balkone waren mit Glaselementen geschlossen und das soll natürlich auch mit der Neugestaltung nicht verändert werden. Also musste hier Maßarbeit geleistet werden. Kein Problem für die Fachleute. Fragezeichen standen für das gute Zusammenspiel der Gewerke hier eigentlich nur hinter der Wetterlage. Ja, die Koordination mit der Neuwoges war wunderbar und so hatten wir weiter keine Schwierigkeiten. Wie gesagt, das Wetter kann man nicht beeinflussen und ja, ist eigentlich relativ gut gelaufen. Wir sind alles regionale Firmen, mit denen wir schon seit längerem zusammenarbeiten und die Abstimmungen, die mit der Bauleitung geführt werden, wurden auch in der Regel eingehalten, termingerecht und wir können nur Gutes über die Firmen sagen. So sollen die Arbeiten auch bis Ende November beendet sein und dann können die Mieter ungestört ihre neuen, hellen Balkone genießen. Immer vorausgesetzt, das Wetter macht keinen allzu dicken Strich durch die Planungen. Modernisieren will auch der Neubrandenburger Biomarkt in der Innenstadt. Dort geht es aber nicht etwa um frische Farbe oder neue Fenster. Der Umweltschutz soll ein ganzes Stück größer geschrieben werden. Unser Expertentipp. Wussten Sie schon, dass Neubrandenburg demnächst die erste Unverpacktstation erhält? Plastikberge bestimmen unseren Einkaufsalltag. Vieles davon landet dann am Ende nur in der Müllverbrennungsanlage. Das wird jedoch vielen Menschen bewusst, dass da was geändert werden muss. Wir wollen mit unserer Unverpacktstation ein wichtiges Zeichen für eine lebenswerte und für eine plastikfreie Umwelt setzen. Unser Biomarkt wird von daher Glasbins für die Abfüllstation einführen und wir installieren dazu natürlich eine Waage. Und dann können Sie nämlich Ihre Verpackung im Idealfall von zu Hause mitbringen oder kaufen diese bei uns und Sie können diese dann jedes Mal wieder befüllen. Das gilt natürlich sowieso für Einkaufsnetze, Stoffbeutel, Gemüsenetze, Schraubgläser und auch Dosen. Papierbeutel funktionieren natürlich auch. Also, wir freuen uns auf Ihren Besuch. Lassen Sie uns gemeinsam etwas für unsere Umwelt tun. Liebe Zuschauer, hier in der wunderschönen Natur an der hintersten Mühle findet jährlich ein Teil der inzwischen schon zur Tradition gewordenen Neuwoges Baumpflanzaktion statt.
Bevor wirklich mit Anleitung und Spaten Baumnachwuchs in die Erde kommt, wird im grünen bzw. herbstlich-goldenen Klassenzimmer spielerisch das nötige Begleitwissen vermittelt. Wir pflanzen für die Zukunft. Dieser jährliche Aktionstag der Neuwoges trifft den sprichwörtlichen Nagel auf den Kopf. Nicht erst, seit eine Greta Thunberg der Umwelt eine ganz neue Öffentlichkeit verschafft hat. Rund 60 Grundschulkinder der Oststadt waren in diesem Herbst wieder rund um die hinterste Mühle unterwegs, um bei einer kleinen Waldolympiade sportlich nach Punkten zu jagen. Ein gutes Begleitprogramm zur eigentlichen Vermittlung von Wissen rund um den Wald und die Natur, die uns nicht einfach nur umgibt, sondern von der wir selbst ein Teil und auf die wir angewiesen sind. Das Gefiederte mit der schwarzen Knospe. Stadtförster Carsten Düde bot spannende Einblicke in Tier- und Pflanzenwelt des Waldes. Esche. So erfuhren die Kinder beispielsweise, warum der Herbst eine bunte Jahreszeit ist. Weil der Baum kriegt nicht mehr so viel Nährstoffe und dann zieht er die Nährstoffe aus den Blättern wieder in sich und dann werden die Blätter bunt und fallen runter. Damit Laub herunterfallen kann, müssen natürlich Bäume wachsen. Hallo. Darum ging es im zweiten Teil des Aktionstages am Nachmittag. Im Brodaer Holz mussten auf dieser Fläche durch Trockenheit und Borkenkäferbefall geschädigte Fichten abgeholzt werden. Diese Lücke sollte nun durch den Neuwoges Aktionstag wieder geschlossen werden. Mit Laubgehölz, genauer gesagt mit 300 neuen Vogelkirschbäumen. Gut, dass es viele Hände gab, die anpackten, denn der Waldboden ist ein ziemlich anstrengendes Terrain für Spatenarbeit. Neubrandenburgs stellvertretender Oberbürgermeister Peter Modemann erkennt in dieser Aktion gleich mehrere positive Aspekte. Nicht nur die Bäume für den Stadtwald werden hier Wurzeln, es verbinde auch die Kinder mit ihrer Stadt. Für uns als Stadt ist es natürlich auch wichtig, aufzuforsten, neu den Wald zu gestalten. Und wenn die Kinder mitmachen, kommen sie gerne wieder. Sie erzählen anderen davon. Ja, und gegenwärtig ist die Diskussion groß, dass wir CO2-Einsparungen machen müssen, dass wir uns viel mehr um die Umwelt kümmern müssen. Da freue ich mich für die Unterstützung, die die Kinder uns bieten. Sie hat schon in Syrien einen Apfelbaum gepflanzt. Du hier in Deutschland. Also mit hartkräftiger, sachkundiger Unterstützung schaffen wir das. Na, wir machen das ja jetzt schon das vierte Jahr in Folge. Ich glaube, wenn man in Neubrandenburg wohnt und lebt und unsere Kunden wohnen in Neubrandenburg, die Kinder leben und wohnen in Neubrandenburg, dann macht das Sinn, dass man sich mit vielen Facetten seiner Heimatstadt befasst, unter anderem auch mit dem Stadtwald und mit dem, was da so passiert. Und das ist Ziel des Ganzen, auch mal einen Unterrichtstag anders zu machen und praktisch erlebbar zu machen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, auf jeden Fall. Ja, würde ich sogar nochmal machen. Positives Feedback, über das sich sicher nicht nur Neuwoges Geschäftsführer Frank Bindisch gefreut, zumal es sich zahlreich bestätigte und das mit Lerneffekt. Ja, es macht halt sehr Spaß. Wir waren ja vorher bei der hintersten Mühle und dann haben wir ja ganz viele Erlebnisse gemacht und das hat auch sehr Spaß gemacht und das Beste kommt ja zum Schluss und das sind die Bäume hier anzupflanzen. Wir haben gelernt, wie man Bäume einpflanzen soll. Dass man schön tief buddelt, dass es immer Spatenlänge ist, dass die Wurzel immer tief genug drin ist. Okay. Sonst können sie nicht ordentlich wachsen. Also wir haben gefreut uns, dass wir die Bäume pflanzen dürfen und dass wir auch mal die Welt helfen können. Weil das finde ich toll. Meine Enkelkinder werden das wahrscheinlich sehen. Etwas zeitnahe, nämlich schon im nächsten Frühjahr soll zu sehen sein, was zwei Tage zuvor gepflanzt wurde. Hier in der Oststadt unterstützte die Neuwoges zusammen mit der hintersten Mühle auch in diesem Jahr wieder das Projekt NB Blüht des ASB-Hortes. Kinder lernen die Bedeutung von Umweltschutz und Insektenvielfalt verstehen. Mit mehr Frühblühern gibt es nach dem Winter mehr Nahrung für Biene und Co. und nebenbei weitere bunte Farbtupfer für das Wohngebiet. Eine Aktion, die wie die große Baumpflanzaktion auch identitätsstiftend wirkt. Die Kinder kommen aus dieser Oststadt und sie leben hier. Sie gehen jeden Tag durch die Straßen, sehen jetzt auch ein bisschen grün und im Frühjahr dann nachher erkennen sie eben die frisch geblühten Krokusse,
und Schneeglöckchen und können sich daran erfreuen und werden somit etwas genauer hinschauen, was mit der Natur passiert und somit auch mit ihrer Umwelt. Klar, dass da auch im nächsten Jahr weitergepflanzt wird. Frühblüher vor den Häusern und Bäume im Wald. Inzwischen wachsen immerhin schon rund 2000 Bäume durch die bisher 4 Baumpflanzaktionen der Neuwoges im Neubrandenburger Stadtwald. Alle Jahre wieder eröffnen die Schläge der Weberglocke den Neubrandenburger Weberglockenmarkt. Mit dem Einschalten der Weber-Tannenbeleuchtung beginnt auch 2019 am 28. November die Adventsmarktsaison in der Viertore-Stadt. Ganze 3 Wochen festliche Programme für Groß und Klein, Süßes und Herzhaftes in saisonal erlaubter Hülle und Fülle. Besondere Empfehlungen sind die Fotoaktion mit dem Weihnachtsmann von freitags bis sonntags und der Schausteller- und Familientag jeweils am Mittwoch, wo Sie und Ihre Kinder manch attraktive Aktion erwartet. Eindrücke vom Weberglockenmarkt 2019 haben wir dann in der nächsten Ausgabe unseres Neuwoges-Magazins für Sie, mit der wir dieses Jahr auch schon wieder abschließen werden. Bis dahin machen Sie es gut und auf Wiedersehen!